So. Aber eben interessiert mich gar nicht, wir können gar nicht mitkennen, dass Enrico tot ist, aber. Naja, Naja. Es reicht. Du gehst jetzt gefälligst wieder an die Arbeit. Warum sollte ich das tun? Weil ich dir sonst die Fresse poliere. Oh, tja, wenn du mich so nett bittest, ich gehe ja schon. Hä? Du, das ist gerade ganz schlecht. Hoi? Warum haben wir die Quest dann offen? Verstehe nicht. Gut, der wird jetzt das mal hinliefern und dann wird er wahrscheinlich und auch nicht mehr weitermachen, denke ich mal. Du machst das schon. Du machst das schon. Ja, dann müsste ja eigentlich die Resistenz hier hinten gleich liefern, oder? Die Lieferung deiner Artefaktkisten kannst du von deiner tollen Liste streichen. Ich sehe schon, du hast dir alles im Griff, was? Sei aber bloß nicht so vorlaut. Ich behalte dich im Auge, Freundchen. Wenn du das sagst. Hier, nimm einen Vorschuss an deinem Anteil. Versauf aber nicht gleich alles. Der erzählt doch viel, wenn der Tag lang ist. Okay. Er sitzt den ganzen Tag nur... Was gibt's? Wem sagst du das? Das ist ja wieder Arbeit. Das ist ja mal, war ja mal einfach, würde ich mal sagen. Komischerweise gehen die da hoch, aber kommen wir irgendwie nicht an, aber... Dwight arbeitet wieder. Sehr gut. Wurde ja auch Zeit. Hier, nimm. Die paar Münzen ist mir das wert. Deine Dankbarkeit ist grenzenlos. Kannst dich wieder entspannen. Ich habe mich um die Arbeiter gekümmert. Das ist gut. Dann bleiben mir jetzt wenigstens die Schläge des Donners spart. Ja, mal wieder was. Gib mir Arbeitskleidung. Was will ich denn mit Arbeitskleidung? Sieht aus wie ein Arbeiter. Garantiert nicht. Das müsste das sein mit dem... Arena kämpfen. Aber was machen wir jetzt? Gute Frage. Ich glaube, wir werden mal hier gucken, ob wir das hier weitermachen können mit den Bruchstücken. Aber das ist die Frage, was wir da machen müssen. Weil zum Schmied können wir, glaube ich, nicht gehen. Können wir jetzt die Kisten noch durchgucken? Also wir hatten ja schon ein paar Goldstücke, das weiß ich. Wo die restlichen sind? Ich guck jetzt einfach mal hier ein paar Kisten nach. Aber der Wurm ist weg. Ja, eine Kiste gewesen, ne, war. Könnte das erstmal noch braten. Lecker. Irgendwo muss ja noch was sein. Auch mal machen können. Ich weiß, ist das eigentlich so ein, ist das eine Mine oder ist das so ein Tempel? Ich blick da nicht durch. Das ist so ein Tempel, oder? Da hat, hier war aber auf jeden Fall, waren wir ja schon mal drin. Aber ich frage mich gerade. Vom Erzschürfen verstehe ich nichts. Ach, scheiße.
Es ist die Frage, ob wir hier schon weiter hinten, oder? Die gehen drauf, glaube ich. Komm. Ja. Hinten ist auch noch mal Erz, wa? Ja. Hä? Ja. Sind die tot? Die hab ich da schon mal erledigt, wa? Ne, der lebt noch. Ja. Oder auch nicht, ne? Gut. Ja. Spitzsack kann man mitnehmen. Die Truhe ist, glaube ich, leer. Nee, doch nicht. Goldmünzen. Oh, hier, da ist der Goldbrocken. Ich glaube, das ist der, den wir brauchen. Der letzte. Dann haben wir alle. Sheesh. Am nächsten Tag Kraut drinne. Was ist denn hier drinnen noch? Aber wir sind gleich top, wenn wir hier dank gehen, oder? Das sowas wie Gollum oder so, Alter, da hinten. Das war ja shit. Ich glaube, wir gehen mal zurück, das ist noch nicht ausgebildet genug. Was? Alter. Dachte schon. What the fuck ist das? Ah, das müsste, glaube ich, sogar das letzte Goldstück gewesen sein. Hoffe ich zumindest. Sei dass diese ganzen Star und alles jetzt hier weg sind. Aber dafür auch zwei Arbeiter. Aber gut. Das war ich nicht. Mit den Arbeitern. Mal gucken, ob das jetzt wirklich das letzte Goldstück war. Ich möchte Eisenerz gegen Rohlinge tauschen. Gut. Was willst du? Ja, aber... Das ist doch dieses Goldstück hier, oder nicht? Wo ist es denn hin? Was ist da eigentlich gewesen? Goldbrocken. Das ist so ein Ding gewesen? Aber schade, dass man nicht irgendwie das, was ich irgendwie in der Kiste machen können. Verbotene Spiele, was? Das hört sich eigentlich auch relativ interessant an. Muss man kurz durchlesen. Das war aber, glaube ich, sind diese Arena-Kämpfe, glaube ich. Ups. Dann haben wir noch besten Kämpfer des Banditenlagers. Aber, die Jäger, das hat eigentlich die Jäger, sondern wieder Jäger mal auch schon ewig offen. Das ist... Aber, oder wir machen erstmal jetzt mit dem Schwert, haben wir ja... Wir probieren es einfach. Lass uns den letzten Kampf in der Arena wiederholen. Kannst du haben. Komm mit. Na, versuchen es einfach. Mal. Schaden kann's nicht.
Also der knöpft uns wieder unser Gold ab. Was aber dann sehr dumm wäre. Na dann mal los. Okay, wir sind down. Doch nicht. Ich dachte, er kommt wieder von hinten angegriffen, oder? Ja, die teleportieren sich auch teilweise so. Das ist halt kacke. Guck mal, der knüpft mir viel mehr ab. Die haben noch nicht die Ausrüstung dafür. Ja. Komm. Wir müssen den einfach an so eine Wand bringen. Verlieren eh wieder. Guck mal, wir waren jetzt schon wieder wie letztes Mal, dann verlieren wir wieder. Das ist immer die letzten Leben, wo ich verkacke. Alter, war das knapp. Scheiße. Scheiße, war das knapp, ey. Ich raff's nicht. Aber ja. Scheiße, Mann. Minzig, war zwei Mann drin. Shit. Ja, doch, warte mal hier. Alter, das war strange gerade. Lorenzo, hast du es ganz schön gezeigt. Hier ist dein Gewinn. Cool. Ich will spielen. Domingo. Ich werde dich in der Arena besiegen. Na gut, wenn du unbedingt willst. Abgemacht. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ich will jetzt mit dir kämpfen. Also gut, triff mich in der Arena. Aber merk dir... Gekämpft wird erst in der Arena, klar? Und wenn du die Arena während des Kampfes verlässt, hast du verloren. Möge der Bessere gewinnen. Wir verlieren sowieso, aber... Wir haben mindestens schon mal wieder Gold. Aber wahrscheinlich, wenn wir wieder verlieren, haben wir wieder kein Gold. Denke ich mal. Ich hab noch nicht rausgefunden, wann man so das beste mal... Los, lass es uns austragen! Wann man am besten blockt. Oder wann man am besten angreift. Hey! Ja! Ja! Da! Okay, wir sind jetzt schon wieder halb down. Gar nicht. Ich will den an diese Wand da drücken. Ja. Geh doch an die Wand, hallo. Ha. Ja. Ja.
Giftgeleber, glaube ich, raus. Steck die Waffe weg, wenn du kannst. Ja, verschwinde. Bevor er mir noch irgendwas klaut. Und weil wir jetzt schon wieder Rohstoffe bräuchten, ne? Oder setzen da einfach ein. Ich will nochmal gegen dich in der Arena antreten. Du wirst es nicht leid, was? Nee. Also gut, auf geht's. Ich weiß nicht. Aber wir haben halt an sich noch zu wenig Ausrüstung. Bin ich der Meinung. Ja! Ja! Hey! Ja! Na, hallo, du hast die Arena verlassen. Das ist immer noch zu stark für uns. Das Schwert macht dann halt um einiges mehr Schaden. Ja, das ist doch unfair. Warum ist halt unfähig. Der ist halt da gebackt und dann... Was willst du denn machen, ey? Das ist doch kacke. Ich werde mal jetzt wieder Rohstoffe sammeln gehen. Man muss sagen, wir haben schon wieder einige Quests geschafft. Ich glaube, dass diese... Stachel... wie auch immer Dinger nicht hier sofort wieder sind. Die haben ja eigentlich hier besiegt. Weil man sagen muss, dass hier auch Wölfe und dergleichen sind. Ja, wie da zum Beispiel. Wir sind gleich tot, glaube ich. Tot. Hallo. Da mal weg. Ich versuche jetzt halt gerade die Möglichkeit zu finden zu dem anderen Typen. Ich helfe dir. Oh, geil, Mann. Dass der auch noch gleich down geht hier. Ich glaube, der Wolf geht auch gleich down. Na, dann vorbei. Genau. Was bringt nicht so ein Wasserfass? An den Wolf kommen wir natürlich nicht ran, wa? Shit. Hat der irgendwie Essen oder irgendwas? Na, das war ja hier, was wieder Lecks gab. Treffen wir so viel da unten? Krallenfalter.
kommen die hoch? Ja. Cool. Dann gibt gleich ja was zu tun wieder. Oder? Hier, helf mir mal. Schnappt euch den Mistkerl! Ich verteidige mich nur. Mal nur welche Viecher, die auf dem Schaden machen, glaube ich. Mal aus dem Haus herausschießen. Scheiße. Das Ding lädt halt ewig nach. Ganz schön gut hier. Der gefällt mir, der Typ. Aber wenn ich so einen Witchman anlocken würde, der würde, glaube ich, auch irgendwie den locker easy weghauen. Ja, zwei dieser Viecher sind noch da unten. Kommen die Please hier hoch? Ah. Aber das bringt mir halt nicht viel, weil ich daraus keine Nahrung kriege. Nur wieder irgendwelchen Staub. Schnappt euch den Mistkerl! Ich glaube, der Typ macht das wieder für uns. Aber... Na gut, gegen zwei, weiß ich nicht. Ach scheiße, ich hab Neil angeschossen, oder? Scheiße. Es ging nach hinten los. Glaube ich. Das Ding braucht heute, glaube ich, nur noch einen Hit oder so. Aber ich wahrscheinlich auch von dem Ding. Das ist doch besser für dich. Was sind Flügelstaub? Na, das ist halt... Die sind halt stärker als die anderen. Also, die wir am Anfang hatten. Sind wir mal irgendwie im Wald. Die... Matt? Hallo, ist das jetzt schon da? Was ist hier los? Toll. Er war halt mal One-Hit tot. Jetzt frage ich mich, was hier war. Hey, nicht neue Spieler. Sicherung. Besser, glaube ich. Wir mussten zu den Leuten hier, oder? Bist du verrückt, hier herumzuspazieren?
Was meinst du, was die Inquisition mit dir macht, wenn sie dich hier erwischen? Wer hat hier das Sagen? Bruder Tristan. Du findest ihn meistens vor dem Bauernhaus. Er hat die Verantwortung für unseren Bauernhof hier übernommen. Ah ja. Wirst du jetzt die Inquisition rufen? Nein, ich werde dich ganz bestimmt nicht verraten. Aber ich weiß, dass die Ordenskrieger hier oft vorbeikommen, um nach dem Rechten zu sehen. Du solltest besser vorsichtig sein. Was machst du da? Ich arbeite auf meinem Feld. Auf deinem Feld? Ich habe dieses Kornfeld hier zu bearbeiten. Das Feld auf der anderen Seite des Weges ist Tellurs Aufgabe. Er ist natürlich wieder mal viel weiter als ich. Tellur hat schon seine ganze Ernte ins Lagerhaus gebracht. Aber ich fürchte, ich werde es nicht rechtzeitig schaffen, bis die Ernte abgeholt wird. Brauchst du Hilfe? Naja, lass es mich mal so sagen. Wenn du mir helfen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Wie dankbar genau? Ich bin nur ein Novize und habe nicht viel. Aber wenn du das Korn von meinem Feld erntest und zu mir bringst, würde ich dir dafür einen Heiltrank geben. Was sagst du dazu? Abgemacht. Ich bringe dir das Korn von deinem Feld. Großartig. Dann schaffe ich es vielleicht doch noch bis zum nächsten Mond, meine Ausbildung als Magier anzutreten. Geh auf mein Feld und sammle alle Kornpflanzen ein, die reif genug sind. Na dann. Wenn du 10 gesammelt hast, komm wieder und bring sie mir, ja? Ich glaube, das ist das Letzte, was wir jetzt machen werden. Dass diese Leute hier nicht kommen. Kommen wir bestimmt von da unten. Hallo, Korn? Hier. Sollen wir uns gleich noch was einsammeln? Was ist das für eine Kornpflanze, ey? Ich wette, hier kommt gleich einer. Das wäre sonst zu einfach. Guck schon einmal hier, das ist... Hier sind deine 10 Kornpflanzen. Danke, mein Freund. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, bevor ich richtigen Ärger bekommen hätte. Hier hast du den versprochenen Heiltrank. Von welchem Ordenskrieger sprichst du da? Alle paar Tage kommt einer der Krieger des Inquisitors bei uns vorbei und sieht nach dem Rechten auf unserem Hof. Dabei nimmt er uns unser Korn und unser Fleisch ab und bringt es in die Vulkanfestung. Wenn ich du wäre, würde ich mich verstecken, wenn er hier auftaucht. Verstehe. Na, hatte ich sowieso vor, aber hätte mir mal gesagt, von wo die kommen, weißt du? Dann wäre alles einfacher. Scheiße, hier ist Sumpf, war. Jetzt denn da oben lang? Komm bestimmt von da oben. Und ich renn genau jetzt rein. Da ist ein scheiß Wild. Gut. Also hier können wir auch ab und zu mal aushelfen gehen. Aber wir müssen halt erstmal beim Banditenlager auch das fertig machen, meiner Meinung nach, bevor wir hier irgendwie was anderes machen. Aber wir sind auch schon die ganze Weile am Ackern. Weiß nicht. Wir werden mal in der nächsten Folge gucken, was wir hier unten bei den Bauern noch so machen können und dann werden wir mal weiter sehen. Also bis dahin, ciao!